Ich grüße Sie, liebe Zuschauer, zum jetzigen JFD Live Trading TV. Hier gut eine Minute vor den News aus Great Britain. Wir haben, ja, Partyzeit in Anführungszeichen. Wir wollen mal sehen, was passiert. Wir haben 10:30 Uhr wieder einige Inflationsdaten zu erwarten, wie vorhin im JFD Devisenradar angezeigt. Und jetzt geht es hier auch schon los. Wir sehen links britisch Pfund US-Dollar, Mitte britisch Pfund Yen und auf der rechten Seite das britische Pfund gegenüber dem Schweizer Franken. Und hier jetzt aktuell schon eine gewisse Hektik, hätte ich fast gesagt, aber eine Aufwärtsorientierung. Wir sind hier gerade beim britischen Pfund gegenüber dem Schweizer Franken und dem Cable hier oberhalb des heutigen Pivot Points. Das sieht ganz gut aus. Das britische Pfund gegenüber dem japanischen Yen hier belastet durch den starken Yen in der Nacht. Auch von der Range nahezu schon ausgeschöpft, aber wir sehen hier die freundlichen Tendenzen, die sich hier aktuell nach oben aufbauen. Und das bedarf auch hier durchaus der Bewertung, dass es weiter nach oben gehen kann. Jetzt geht's zur Sache. Die News werden positiv aufgenommen. Ich warte immer noch auf die Meldungen, die gleich reinkommen. Wie gesagt, es gab Inflationsdaten, Erzeugerpreise, hier auch noch dann die Einzelhandelspreise für den Monat August, Verbraucherpreise, also wichtige Inflationsdaten. Letztlich, ich habe es noch nicht vorliegen, der Markt reagiert aber positiv oberhalb des Pivot Points ausgezeichnet. Und wenn die eingeschlagene Richtung beibehalten wird, dürfte es hier weiter nach oben gehen. Wie beim britischen Pfund gegenüber dem Schweizer Franken im Devisenradar schon angesprochen. Hier oberhalb des Pivot Points sehr, sehr bullisch. Und der dreht auch weiter auf, wird auch beflügelt hier durch das Cable auf der linken Seite. Das sieht also gut aus. Rein statistisch haben wir, wie gesagt, jetzt auf jeden Fall Luft bis zum Vortageshoch, was beim Cable hier bei 1,5471 liegen würde und hier bei 1,5019 beim britischen Pfund gegenüber dem Schweizer Franken. Beim britischen Pfund gegenüber dem japanischen Yen kann man hier so eine leichte Bodenbildung vielleicht ausmachen mit der Chance, wenn es übers Vortagestief geht, dass es jetzt eine Erholung in Richtung Pivot Point gibt. Faktisch bleibt es dabei, wir sind oberhalb des Pivot Points, gerade hier beim britischen Pfund gegenüber dem US-Dollar-Cable und hier gegenüber dem britischen Pfund Schweizer Franken und das lässt weiter anziehende Preise vermuten. Sie sehen auch hier die kleinen Dots hier unten. Aggressiv könnte man beim britischen Pfund leichte Schwäche jetzt kaufen. Stop sollte zwingend hier im Bereich 1,5426 liegen und beim britischen Pfund gegenüber dem Schweizer Franken eben auch hier wie beim Devisenradar schon gesagt unterhalb des Pivot Points aggressiv hier 1,4954 oder noch ein Stück tiefer 1,4950 erlauben Sie dem Markt ruhig auch 2-3 Pips Spielraum. Grundsätzlich die Erzeugerpreise sind schwächer ausgefallen. Minus 2,4 erwartet wurde, minus 2,2 nach 0,9 im Vormonat. Die Einzelhandelspreise plus 1,1 erwartet wurde hier ein geringerer Anstieg. Insofern gemischte Daten. Aber grundsätzlich, das britische Pfund hausiert, Schrägstrich nimmt die positiv auf. Hauspreisindex plus 5,2, nicht ganz so stark gestiegen, wie es erwartet wurde. 6,2 wurden hier vom Markt erwartet. Rein technisch aber jetzt hier im Prinzip die Steilvorlage für weiter steigende Preise. Es gab keine negative Überraschung im größeren Stil und das spricht eigentlich dafür, dass die aktuell angelaufenen Gewinne, gerade bei den linken Pair und dem rechten, hier weiter ausgebaut werden dürften. British Pfund Yen hätte hier die Möglichkeit, wie gesagt, jetzt in Richtung Pivot Point sich zu erholen. Das sollte natürlich jetzt dann auch geschehen. Grundsätzlich darf gesagt werden, beim britischen Pfund ist es häufig so, dass die eingeschlagene Richtung beibehalten wird. Natürlich gibt es hier keine Regel, aber grundsätzlich darf man das erwarten. Und sofern das geschieht, haben wir, wie gesagt, jetzt hier Spielraum beim britischen Pfund gegenüber dem US-Dollar bis in den Bereich 1,5484. Hier, das wäre das Average True Range High. Vor Wochen hoch aufgepasst bei 1,5476, vor Tageshoch 1,5471. Das sind die kurzfristigen Ziele. Beim britischen Pfund gegenüber dem Schweizer Franken haben wir das alles schon ausgewertet. Grundsätzlich nochmal hier zur Tagesstatistik, die auch hier beim britischen Pfund gegenüber dem japanischen Yen positiv scheint, mit 63% positiver Schlusspreise. Das sieht allerdings schwer aus. Wir sehen die heutige negative Tageskerze. Grundsätzlich hier das britische Pfund gegenüber dem Schweizer Franken ganz klar im Vorteil. Ich zeige es Ihnen nochmal hier mit 69% positiver Preise. Das sieht gut aus. Auch die Tagescandle heute hier, das müsste, dürfte weiter nach oben gehen. British Pfund US-Dollar hier auch ein positiver Tag, wenn nicht ganz so deutlich, aber 55% ist auch eine Hausnummer, mit der man arbeiten kann. Grundsätzlich wichtig eben, dass wir jetzt die aktuellen Kerzen
Tiefs der 5-Minuten-Kerzen, die dann auch bald enden, gehalten werden können. Ja, negative Überraschung, klar, wenn es jetzt hier unter den Pivot Point geht, beim British Pfund US-Dollar, beim British Pfund Schweizer Franken, dann wäre hier eine gewisse Enttäuschung zu vollziehen oder wahrzunehmen. Das könnte dann auch relativ schnell zu fallenden Preisen führen. Deswegen geben Sie Obacht, dass die Preise auf jeden Fall oberhalb der Pivot Level bleiben. Gut, das wäre im Prinzip der kurze, rasche Blick zum britischen Pfund gewesen. Zu den News. Warten wir mal ab, was der Tag noch bringt. Einiges steht ja hier auf jeden Fall noch auf der Agenda. Das heißt, wir haben hier heute noch ein Stück weit was zu erwarten. Ich sage erstmal danke fürs Dabeisein. Nachher gibt es noch eine Geschichte, in Anführungszeichen, einen größeren Post zum DAX. Alles weitere dann wie gehabt hier im Stream. Ich wünsche was. Beste Grüße, ihr Christian Kämmerer und tschüss.